Ich habe gerade ein Loch rausgeschnitten in den Wagen für den PC-Lüfter, für die Fanglüftung. So, seht die Platte, beklebte Platte. Na, das ist scharf. Auf jeden Fall, die Folie hält bombenfest. Dann war so ein bisschen schwierig, wie ich das befestige. Also zurzeit nur die zwei Schrauben halten an den Rahmen und die zwei sind noch in Luft. So, hier ist mein Lüfter und den werde ich gleich noch so anpassen, ob der da richtig passt. So sieht das jetzt von innen. Also so, auf der Seite sind die Schrauben in Rahmen und auf der Seite sind die in Luft. Also, beziehungsweise erstmal eine Steckplatte. Weil dieser Lüftungsgitter war nicht so breit wie hier dieser Abstand zwischen den beiden Rahmen. Das habe ich aber so gestaltet, damit der Lüfter hier da reinpasst. So, jetzt machen wir es anprobieren, weil ich habe vorher nur von außen. Und der passt so nicht, weil vorne ist dieser Filtergitter. So, setzen wir jetzt das andersrum. Dann passt er wie eingegossen. So. Ja, dann muss ich das noch wegen dem Kabel das so drehen, andersrum. So. Ja, jetzt kommt das nicht rein, weil die Schrauben hier sind durch, aber vielleicht kann ich den Lüfter an den Schrauben da befestigen. Beziehungsweise nehme ich erstmal die Schrauben und gucke ich, wie das so zu positionieren ist. So sieht das jetzt aus nach dem Abschrauben von dieser Lüftungsgitter. Und da muss ich schauen, vielleicht kann ich irgendwie den Lüfter noch näher ran machen, dass ich hier diese andere Schrauben ran an die Gehäuse von dem Lüfter reinschrauben kann. Wäre es Versuch wert, ne? Ich habe jetzt hier den Ausschnitt vergrößert. So, da sehe ich hier auch die Gehäuse von dem Lüfter. Und da werde ich probieren, das anzubohren und gucken, ob der da eventuell sich halten kann. Oder werde ich auf der Hinterseite eine Aluminiumflachprofil setzen und dann an diesem Aluminiumflachprofil hier den Lüftungsgitter da festigen. Schauen wir. So, die erste Schraube habe ich erstmal dieses Loch angebohrt, da bin ich in der Gehäuse von dem Lüfter da reingelandet, dann habe ich die Schraube reingedreht. Das ist so eine Blechschraube, die sich so auch so reindrehen durch Metallblech kann, hier durch diese Spitze, und dann macht die sich da reindrehen. So, jetzt probiere ich das gleiche mit der zweiten Loch, ja, und die zwei sind an den Rahmen. So, testen wir. So, leider bei dem oberen Loch habe ich nicht so großes Glück. Der ist oberhalb von dem Lüfter. Dann habe ich gesagt, habe ich so einen Rest vom Profil. Und dann probiere ich das an diesen Rest vom Profil zu befestigen. Mal sehen, ob mir das gelingt. So, also dieser Einbau ist gelungen. Dieser Ventilator ist so drin. Von außen die Lüftungsgitter sind einmal an den Rahmen befestigt draußen. Zwei, also obere und untere. Und hier an der linken Seite der Lüftungsgitter ist verbunden mit der Gehäuse von dem Ventilator. Quatsch.
dieses Schraube ist verbunden zwischen den Lüftungsgitter außen, diesen weißen, und Ventilatorgehäuse. So, die obere Lüftungsgitter von außen ist befestigt mit diesem Profilstück. Zurzeit ist der Ventilator nur so fest reingesteckt und nur mit dieser einen Schraube verbunden mit dem Lüftungsgitter von außen. Es ist alles hier sehr passgenau. Oben ist noch dieses Stück von Aluminiumprofil. Unten werde ich noch so auch ein Stück Profil einbauen. Wobei bin ich noch am Überlegen, weil das ist so, sieht ziemlich passgenau. Ja gut, doch müsste man hier noch was. Also da mache ich hier so auch so ein Stück da von Profil unten und werde ich mit irgendwelchen Klemmen hier noch das verbinden. Ich habe es ausprobiert, hier die Funktion habe ich so kleine Powerbank gebracht und hier ist die Steuerung. Ja, und jetzt machen wir es an und es geht an. So, das ist jetzt die höchste Stufe. Er ist doch leise. Kann man hören, aber ist nicht störend. Das, und wie gesagt, das ist die höchste Stufe. Das. Ja. Es funktioniert. Ja. Und da kann man schon so leichte Luftströmung spüren. Führen. So, dann mache ich die Tür auf. So. Alles funktioniert. Wenn die Dämmungsplatten noch hier reingesteckt werden, das wird also hier isoliert zusätzlich. Ja. Und zurzeit, wenn das nicht funktioniert, also wenn dieser Lüfter nie ist außer Funktion, dann ist trotzdem hier noch so Luft kann nach außen entweichen, weil jetzt, wenn die Höhle geschlossen ist, dann sammelt sich die Wärme und hier kann das entweichen. Okay, das war's erstmal. Doch habe ich nachgedacht hier. Mit diesem Stück Aluminium, das ist nicht stabil genug, das ist so, ja, ein Fusch ist das, ne? So muss man das nennen. Ich mache das jetzt anders. So, ich habe jetzt, ja, muss ich das vernünftig machen, das hat keinen Zweck. So, ich werde jetzt dieses Profil da hinten einbauen und dann wird sich das vernünftig halten. Also das ist so 2 cm mal 1 cm. Ja. Und das kommt hier dazwischen und da muss ich es gut halten. Ja, also ab geht's, los. Loch ist jetzt angebohrt. Dann werde ich jetzt da hinten das positionieren, hier dieses Profil, und dann jetzt mit Schraube befestigen, und dann hat er so viel größere Auflagefläche. Gegebenenfalls kann ich noch jetzt, wenn das nicht vernünftig hält, von innen noch ein Flachstück so jetzt von Aluminium und dann noch mal vernünftig verbinden. Schauen wir. So, die Baustelle, es geht weiter. Ich habe noch so ein Teil gebastelt, der kommt hier dazwischen. Und dadurch werde ich da durchbohren auf der anderen Seite auf diese Strebe, ja, damit das besser hält. So ist der Plan.